Bremer Satellit startet heute Nacht. Alles rund um den Start des Hispasat 36W1. Jetzt bei Klicks und Science Fiction. Heute Nacht ist es soweit. Nach einer rund 11-monatigen Testphase darf der mit deutschem Know-how entwickelte Telekommunikationssatellit H36W1 seine Reise ins Weltall antreten. Ort des Geschehens ist mal wieder der Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana. Der für heute Nacht geplante Start ist einer der ersten Versuche Deutschlands, mit dem in Bremen ansässigen Systemhaus OHB Systems AG wieder Fuß im Weltraumbusiness zu fassen. Zitat: H36W1 ist der erste Telekommunikationssatellit, der von OHB in enger Abstimmung mit ESA und Hispasat komplett konzipiert, entwickelt, integriert und getestet worden ist. Wie bei jedem ersten Mal sind wir auf eine Reihe technischer Herausforderungen gestoßen, die es zur Zufriedenheit der Kunden zu lösen galt. Die OHB-Teams haben daher im bisherigen Projektverlauf viel gelernt und können das OHB-Know-how erweitern. Alle Erkenntnisse werden wir bei unseren zukünftigen Satellitenprojekten sowie bei den künftigen Telekommunikationssatelliten der Small-Geo-Familie zu nutzen wissen, so Guy Perez von der OHB Systems AG. In einer Höhe von 36.000 Kilometern erreicht H36W1 dann seinen vorgesehenen Standort und bereichert ab dann vorerst für 15 Jahre die Iberische Halbinsel, die Kanarischen Inseln und Südamerika mit Multimedia-Diensten. Übrigens soll mit dem Start auch ein neuer Markt bereichert werden, der Markt der leichteren und kleineren Satelliten. Was meint ihr? Wird es irgendwann zu voll da oben? Droht eine Katastrophe wie im Spielfilm Gravity, in dem es eine Kettenreaktion sich zerstörender Satelliten gibt? Lasst mir eure Sicht der Dinge dazu gerne in den Kommentaren da und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, genau, dass Sie einen Daumen nach oben da lassen und ein kostenloses Abo dafür, genau da klicken. Da gibt es übrigens auch ein anderes spannendes Video von Klicksum und ansonsten würde ich mal sagen, bis dann, bleibt dran, genau.